Hey, ich kenne da einen Zwerg, der deinen kleinen Bruder rumkommandiert. Ah, den rolle ich über. Oh ja. Und hallo zu Let's Play Edna bricht aus. In dem Geräteschuppen von Ednas Vater. Guck mal, Harvey, der alte Rasenmäher. Yippie! Jetzt können wir endlich wieder Jagd den Frosch spielen. Ach, Harvey, wie soll denn das gehen ohne Alfred? Oh, das. Entschuldigung. Und hier gibt es viele Erinnerungen von Edna an ihre Kindheit, hat Poki Wozu? gesagt. Es liegt kein Schnee und ich sehe auch keine von Alfreds Sandburgen. Oh, Handschuhe. Die sind nur für Leute, die sich ungern die Hände schmutzig machen. Hier im Schuppen lässt sich nichts mehr ziehen. Früher habe ich diese Zange benutzt, um die Nägel des Schuppens aus den Balken zu holen. Mein Vater hat sie durch Schrauben ersetzt, nachdem das Dach über ihm zusammenfiel. Oh, okay. Dann vielleicht kann es aber woanders was machen und die Handschuhe bleiben hier, nehme ich mal, also wie die aussehen. Die sind nur für Leute, die sich un... Ach so, stimmt. Da fehlt noch was. Was denn? Rad? Ein Rad und... Warum fehlt da was? Du siehst aber platt Ach aus. so. Ja, Luft. das Leben ist grausam. Oh ja, auch ne, Schaufel, oder? Spaten. Aha. Hier im Schuppen sind keine Schätze verbuddelt. Das habe ich früher oft genug bewiesen. Zum Ärger meines Vaters. Oh, okay. Okay. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Jetzt müssen wir irgendwie da rein. Haben die Zange. Können wir. Da steckt nichts drin, was... Aha, wir können den Schlüssel rausholen, oder? Schneller. Schlüssel, der drin stecken geblieben ist. Hier. Gute Idee. Ja. Prima. Ich habe die Reste des zerbrochenen Sehr Schlüssels. gut. Und, aha, wir tun das jetzt mit dem Teil Ich hier. mache einen Abdruck, indem ich die beiden einzelnen Teile in den Ton drücke. Prima, das hat geklappt. Ja. Was jetzt? Der Ton kann ruhig ohne Topf. Der Abdruck ist Gott sei Dank fort. Wir haben aber nichts zum Reintun, dass es so. Auf diesem Tisch habe ich früher... Ich fand sie... Es Das gibt... war eine Erinnerung, die hören wir uns jetzt an. Auf diesem Tisch habe ich früher Figuren geknetet. Ich fand sie sehr gelungen. Mathis hat mich trotzdem nie gelobt. Es gefiel ihm nicht, wie die Knochen aus den Körpern ragten. Jetzt haben wir einen Schlüsselabdruck, aber keinen Schlüssel. Ja, das ergibt auch keinen Sinn, oder? Nein! Der Abdruck des Haustürschlüssels ist um einige... Ja, das stimmt allerdings. Damit können wir aber nicht aufmachen, oder? Noch ist der Schlüssel... Ja. Vielleicht gibt es ja noch was in dem Geräteschuppen da. Was wir noch übersehen haben. Und das ist echt fies, dass man da hinkommen kann. Oder ist hier noch irgendwas? Fenster, Schuppen, Türen? Nein. Farbe. Das sind nicht meine alten Fingerfarben. Ja, aber vielleicht, Ja, aber was soll da? Hä? Was mache ich denn da? Tja. Oh, ich dachte, der Fingernagel wäre weg. Erst Der einmal bräuchte Fußnagel. ich einen Ofen. Ein Ofen? Hier ist doch kein Ofen. Hä? Rasenmäher, Rasenmäher. Der Rasenmäher hilft mir hier nicht. Er ist eher destruktiv. Du sagst Mann. das, als wäre das was Schlechtes. Ist es, Harvey, ist es. Zur Veranda. Aber klar, doch ein Ofen. Dafür würde ich ja Jahre brauchen.
Was war denn das für ein Geräusch? Stimmt, stimmt, stimmt. Ich will sie nicht auch noch düngen. Aber da unten ist doch ein Ofen. Harvey muss da rein. Kannst du da drinnen was sehen? Ich bin... Harvey, Harvey, du musst da rein. Waren die früher schon? Nein, 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 das wird... Mond, Hintershaus, Tür. Willst du baden? Ich geh... Oder sagt Harvey uns, was wir tun sollen? Guck mal, Harvey, ich werde wirklich besser darin. Cool, du könntest Safe-Knacker werden. Ja, oder einen Schlüsseldienst aufmachen. Oder aber Safe-Knacker werden. Oder einen Schlüsseldienst aufmachen. Guck mal, Harvey, ich habe den Schlüssel abgebrochen. Wie ungeschickt. Jetzt kommen wir auch nicht mehr in dein Zimmer. Tja. Geht aber auch nicht so, oder? Den stecke ich da zu. Harvey? Weißt du noch, hab durch dies Psst. Zu. Aber es gibt auch nicht viel mehr andere Orte. Hier gibt's auch nur das, Schirm, Verandatür. Will Harvey durch die Verandatür? Guck mal, Harvey, der alte Salon. Genau wie wir ihn verlassen haben. Unheimlich. Ja. Briefkasten. Nee, da war aber auch nichts, oder? Wir brauchen einen Abdruck von diesem Briefkasten. Ja, das und ein... Der ist voll von vermoderten... Die will ich. Der ist voll... Okay. Mond, hinters Haus, Briefkasten. Das bringt alles gar nichts. Vermodert, vermodert... Ich werde alle Sachen, die wir gezogen... Ach so, ja. Dann kann man sich draufsetzen. Vielleicht mit ein bisschen Wischen? Oh. Nein. Aber es gibt nicht mehr wirklich irgendwie was. Benutzen Fass. Ja, ich könnte mal wie... Ja. Das kann doch nicht so schwer sein. Jetzt sind wir schon da bei dem Haus und eigentlich sollte das nicht dahin. Der letzte Abschnitt so vom Spiel sein und dann kommen wir nicht mal ins Haus. Fenster benutzen. Das klappt so nicht. Natürlich. Ich sehe da drin viele Geräte, die vielleicht nützlich wären. Ach so, also sind doch mehrere vielleicht nützlich. Ach so. Wozu? Weißt du noch, wie wir damals unseren hyperrealistischen Schneemann gebaut haben? Er wirkte so lebensecht. Und niemand kannte unser Geheimnis. Naja. Niemand außer Alfred. Ja, aber mit der Karotte im Mund konnte er es niemandem verraten. Oh. Nehmen. Die gehört mir bereits. Die Hake. Kein Benzin. Vielleicht finden wir noch welches in der Kettensäge. Kettensäge? Hier ist keine Kettensäge. Oh nein. Das heißt, jemand hat die Kettensäge. Und was das heißt, wisst ihr genau. Ich zum Beispiel nicht. Schaufel und Disteln. Genau. Damit komme ich dem Unkraut bei. Genau. Und jetzt kann Harvey durch das Kellerfenster. Erinnerst du dich noch an den Keller, Harvey? Jetzt, wo Mattes fort ist, gehört er uns. Und wir können jemanden da einsperren. Juhu! War auch mein erster Gedanke. Oh nein. Es klemmt. Tja. Klappt das? Nein, der Fußnagel. Oh nein. Ach, da. Okay, dann. So. Och, ja, okay. Dann müssen wir gar nicht erst. Benutzen wir den Ofen. Dann können wir das doch da sicher reintun. Eigentlich eine gute Idee. Der Ofen ist nur leider aus. Schon seit vielen Jahren. Und jetzt sehen wir den Keller, den wir so ganz am Anfang gesehen haben. Wie er jetzt in Wirklichkeit ist. Versifft, voller Spinnenweben.
mit einer normalen Treppe und Poki, der uns etwas berichten will. Ich wurde öfter darauf angesprochen, dass ich in fast jedes Spiel solche schweren, bulligen Gitteröfen integriere. Und warum ich das tue, warum wir halt in jedem Spiel mindestens einmal, meistens aber auch häufiger vorkommen. Und das hat einen ganz einfachen Grund, und zwar wollen wir damit unser kommendes Social Game anteasern, bei dem es darum geht, halt mit realem Geld, so per Micropayment, Item Selling, halt immer neues Feuerholz zu kaufen, um die Temperatur immer auf einem bestimmten Level zu halten. Ja, ich hoffe, es wird ein großer Erfolg. Ich meine, es gibt so viele Kälte in diesen sozialen Netzwerken im Internet. Ja, wird ein Erfolg. Ja. Hallo, ihr Scheite. Bekommt man in der Nähe zum Ofen nicht ein wenig... Was? Hier ist ein Ofen? Wo? Wo? Paranoia? Hallo, alter Ofen. Zeig mal, wie dick dein Finger schon ist. Willst du nicht säubern? Dann musst du dich sehr weit reinbeugen. Oh... Nein, lieber nicht. Ist besser so. Aber wir können auch wieder hoch. Ah, und die ganzen Dinge sind auch wieder da. Mal sehen, was sie jetzt zu sagen haben. Habt ihr Orange gesehen? Der ist ausgebüxt. Oh nein. Er hat die Kettensäge. Orange hat die Kettensäge. Ich habe keine Zeit für ein Gespräch mit rostigen Nägeln. Und was ist, wenn die Nägel nicht mehr rostig sind? Das Zeug hier im Regal ist live genauso nutzlos wie in der Rückblende. Stimmt. Hallo, alter, langweiliger Karton. Ah ja, stimmt, da war ja niemand drin letztes Mal. Seid ihr aus reiner Wolle gewebt? Typisch. Die saubersten Tücher haben das dreckigste Lachen. Ja, du kratzt im Hals. Was war das überhaupt? Kriechel, ach so. Keine Zeit für Blablabla mit Rhabarber. Na dann können wir hoch. Und die Tür ist offen. Weil sie seit der Rückblende anscheinend nicht mehr zugemalt wurde. Poki. Ja, hier dachte ich so, nachdem wir in der Tempomorph-Szene diesen Raum nur einmal ganz kurz sehen, noch nicht mal drin spielen können, und sofort quasi zurückgeblendet wird und Edna aus ihren Erinnerungen gerissen ist, müsste es für den Spieler ein tolles Erlebnis sein, jetzt endlich hier zu stehen an dieser Stelle, auch wenn es halt alles viel hässlicher und verwarzter aussieht, und das Haus weiter erkunden zu können. Leider ist der Raum so hässlich geworden, dass es überhaupt nicht funktioniert, aber ja, ich hoffe, die Reaktionen mit der Pilzsuppe im Vordergrund machen wieder einiges wett. Na, da probieren wir es gleich aus. Ja? Hui. Hallo, 10 Jahre alte Pilzsuppe. Ich bin wieder da. Willkommen zu Hause, Edna. Es ist immer schön, alte Bekannte zu treffen. Natürlich, und wie macht man das am besten? Mit einem Poloschläger. Verriegeln, nicht verprügeln. Ja, okay. Pflanze, Fenster, Durchgang. Wir reden einfach mit allem, während wir weiter vorangehen. Wie soll ich hier je alles sauber bekommen? Lass es doch einfach, wie es ist. Dreckig macht lustig. Meinst du? Naja, nein. Ja, du bist eine gute Pflanze. Eine schöne Pflanze. Ich wachse auch ohne deine Aufmunterungsversuche. Wirklich. Ich will mal nur kurz speichern. Einfach so nebenbei und das Fenster. Huhu, Fenster. Ja, Sie wünschen? Darf ich durchschauen? Nur zu. Ja, Durchgang. Poki. Mit Bleistift vorzeichnen, mit Feinliner nachzeichnen, Bleistiftstrich wegradieren, dann einscannen, dann die eingescannten Linien markieren in Photoshop,
und so freistellen vom Hintergrund, dass ich halt wirklich nur die schwarze Linie habe, dann diese schwarze Linie auch noch überfüllen oder halt irgendwie mit einem Fülleffekt wieder vollständig schwarz machen. Das war die Arbeitsweise. Dann natürlich farbig anmalen und noch irgendwie Schattierungen reinsetzen. Ich glaube, ich habe damals tatsächlich mit einem Beleuchtungseffekt gearbeitet in Photoshop. Hier und da gibt es noch ein paar Texturen, also wo ich halt Lichtkanten gesetzt habe oder um Objekte halt irgendwie zu modellieren, Lichtkanten, Schattenkanten gesetzt. Oder aber auch manchmal irgendeinen komischen Texturstempel benutzt habe, auf dem Boden, um Schmutz zu erzeugen. Aber die Ineffizienz und Fehleranfälligkeit dieser Arbeitsweise offenbart sich hier in den Stufen der Treppe, wo sich die Linien auf ganz hässliche Weise berühren, weil kein Auswahlwerkzeug da mehr reinkam. Gott sei Dank hatte ich für Harveys neue Augen ein Zeichentablett. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ja, Gott sei Dank. Hallo? Ist Edna da? Sie kommt wohl heute nicht mehr raus. Oh. Okay. Hallo? Mäntel des Schweigens. Mhm. Klopf, klopf. Glaubst du etwa, ich falle darauf herein, Edna? Kannst du mir sagen, wo der Kompost ist? Ich bin der Kompost. Oh. Oh ja, ist ja nett, Kompost. Salon, bevor wir nach oben gehen. Okay. So, und wer sich immer gefragt hat, was für eine Existenzberechtigung hat dieser Raum, für den habe ich eine ganz besondere, überraschende Geschichte auf Lager. Und zwar gibt es tatsächlich ein Konzept für ein Intro, das im Hause der Konrads spielt, in Ednas Kindheit, wo Dr. Marcel, Alfred, Mathis und Edna zusammen am Tisch rumsitzen und Edna sich benehmen soll, Harvey aber die ganze Zeit über so rumalbert, dass Edna als verhaltensauffällig eingestuft wird von Dr. Marcel, der sehr erbost wird, und Mathis, der halt auch sehr erbost wird, weil Edna quasi ihn blamiert und sie dann gezwungen wird, irgendwelche Pillen zu schlucken. Das sollte tatsächlich mal das Intro werden, hatte ich mir so überlegt. Aber dann ist mir diese coole Sache mit der Tentakel-Edna eingefallen. Und dann habe ich lieber die gemacht. Komisch, dass mich nie jemand drauf angesprochen hat. Übrigens, besonders mag ich den Text für das Gemälde im Hintergrund, wo Edna sagt, also wie ganz selbstverständlich sagt, ach ja, und das ist ja auch das Bild aus der Wurstwerbung, weil ich da hinten die Rügenwalder Mühle gezeichnet habe. Ja. Fun Fact. Nein, dahinter ist... Ach so, reden, oder? Ich kann nicht. Der Anblick lässt mich verstummen. Oh. Ich erinnere mich an dieses Gemälde. Es zeigt die Landschaft aus der Wurstwerbung. Das ist das mit dem Feierabend, wie das duftet, oder? Nein? Doch, ja, sicherlich. Ich kenne keine andere. Gut, dann hat der Raum keine Bedeutung mehr und dann nach oben. Schulzimmer nach oben. Es geht noch weiter nach oben. Arbeitszimmer. Na nü, was haben wir denn da? Foto. Hey, das ist ja ein Bild von mir. Oh. Willst du mir etwas sagen, Edna? Deine Schuld, deine Schuld, deine Schuld. Ah, nein, hör auf damit. Oh, das Feuerzeug sieht so aus, als ob man es sich mitnehmen kann. Mein Vater hat mir früher immer verboten, damit zu spielen. Aber ich kann ihn nirgendwo sehen. Gut, die anderen werden wahrscheinlich nicht weggehen können, aber wir reden damit. Zeigst du mir den Mondfenster? Edna, solltest du nicht deinen Blick auf das lenken, was vor dir liegt? Ja, du hast recht. Ich sollte aufhören zu träumen. Wie sieht Poki das denn? Er hat sich die Texte für die Zimmer von Ednas altem Haus geschrieben habe. Weiß ich noch, dass ich selbst ganz nostalgisch, wehmütig, melancholisch geworden bin. So als hätte ich wirklich selbst früher darin gelebt.
Also es stimmt zwar, dass ich die Objekttexte, die ganzen, erst über ein Jahr später geschrieben habe, nachdem... Stimmt das überhaupt? Ein Jahr? Ja, zumindest ein halbes Jahr, ein Jahr. Ich habe sie in zwei Phasen geschrieben, nachdem ich die Hintergründe gezeichnet hatte. Aber trotzdem da drin rumzugeistern und mir alles anzugucken, was man ja tatsächlich macht, wenn man die Texte schreibt, und dazu quasi in Ednas Erinnerung zu wühlen, da kam vieles so unglaublich selbstverständlich. Also ich kannte ja Ednas Geschichte sozusagen, und sich dann vorzustellen, wie sie halt mit diesen Gegenständen in Mattis Studierzimmer nicht spielen durfte, hatte für mich halt irgendwie was seltsam Reales, dass ich halt selbst auch ganz traurig wurde, dass es jetzt halt gar keinen Sinn mehr macht, damit zu spielen, wo Edna das ganze Spiel über mit Sachen, mit Gegenständen halt rumgealbert hat, kommt sie jetzt in das Studierzimmer ihres Vaters, an das sie sich erinnern kann, wo sie halt wirklich noch ein kleines Kind war, und es macht keinen Sinn mehr, mit den Sachen zu spielen. Ihr Vater ist tot, derjenige, der das verboten hat. Vielleicht schaffe ich jetzt einen Schaudern.